Das ist wirklich ein irrer Plan. Ein chinesisches Forschungsteam will einen erdnahen Asteroiden einfangen und ihn sicher zur Erde bringen. Das soll mit Raumschiffen oder einem Schwarm von Sonnen gelingen. Schon im Jahr 2034 könnte so ein Brocken von 6,4 Metern Durchmesser kontrolliert auf unbewohntem Gebiet niedergehen und somit das Leben auf der Erde vor Schlimmeren bewahrt werden, vor einer befürchteten Kollision nämlich. Wie die Asteroidenfangtechnologie konkret aussieht und ob die Pläne tatsächlich realistisch sind, das erfahrt ihr jetzt bei Kriegs- und Science Fiction. Herzlich willkommen. Einen möglichen Kandidaten für den krassen Plan eines chinesischen Forschungsteams gibt es schon, ein Asteroid, der sich noch in etwa 100 Millionen Kilometern Entfernung von der Erde befindet, sein Gewicht mehrere hundert Tonnen. Bis 2029 will man ein mögliches Fangkonzept ausgetüftelt haben und so könnte man den Asteroiden schon 2034 sicher zur Erde bringen. Aber von vorne. Auch wenn es nach Science Fiction pur klingt, das Konzept stammt aus einem chinesischen Ideenwettbewerb in Shenzhen. Hier sollen Forschungsteams motiviert werden, außergewöhnliche und bahnbrechende Konzepte zu entwickeln. Dazu einer der beteiligten Forscher, Li Mingtao. Ja, es klingt wie Science Fiction, jedoch glaube ich, dass es umgesetzt werden kann. Die Idee hat es mit 59 weiteren Konzepten jedenfalls ins Finale geschafft. Einer chinesischen Nachrichtenagentur zufolge tüfteln Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Xian Huixian Laboratory of Space Technology schon an der konkreten technischen Umsetzung für den Asteroidenfang. Die Entwicklung von Schlüsselkonzepten sei hier noch dringend notwendig, sagt das Forschungsteam selbst. Zudem sei auch die Suche nach geeigneten Kandidaten keinesfalls bereits abgeschlossen. Die Idee sieht vor, Raumschiffe oder Sonden in Richtung des Asteroiden zu schicken. Diese könnten eine Art übergroße Tasche im Schlepptau haben, die den Asteroiden einhüllt und seine Geschwindigkeit drosselt. So könnte er dann Stück für Stück in Richtung Erde gezogen werden. Dem Konzept zufolge würde dann ein bereits entwickeltes Hitzeschild seine Eintrittsgeschwindigkeit weiter reduzieren. So würde er in jedem Fall den Sturz auf die Erde überstehen und eben nicht verglühen. Dafür müsste seine Geschwindigkeit nach Angaben der chinesischen Nachrichtenagentur von 12,5 Kilometern pro Sekunde auf etwa 140 Meter die Sekunde gesenkt werden. Der kontrollierte Absturz sollte zudem natürlich in einem unbewohnten Gebiet passieren. Dieser Schritt würde wohl mit zu den größten Herausforderungen überhaupt gehören, denn der Asteroid dürfte keinesfalls außer Kontrolle geraten, sobald er in die Erdatmosphäre gelangt ist. Das Ziel der Mission sei es, Objekte, die der Erde gefährlich werden könnten, aus dem Weltall zu beseitigen. Man wolle aber die so eingefangenen Asteroiden auch genauer erforschen und so Hinweise auf die Entstehung unseres Sonnensystems erhalten. Zudem könnte man sich auch die Ressourcen, die Asteroiden enthalten, zunutze machen. Metalle und Mineralien, die auf der Erde nur selten zu finden sind. Bislang wurden Missionen zu Asteroiden als reine Forschungseinsätze durchgeführt. Die NASA beispielsweise hat Raumfahrzeuge auf einem Asteroiden gelandet. Eine japanische Sonde hat auch Partikel mit zur Erde gebracht. Aktuell ist die japanische Asteroidenmission Hayabusa 2 am Start, die sich derzeit im Orbit um den Asteroiden 162173 Ryugu befindet und später dort auch mal Länder absetzen soll. Doch der Plan der Chinesen ist größer, dazu lieb. Im Gegensatz zu Missionen, die Proben zurückbringen, wollen wir einen ganzen Asteroiden mit mehreren hundert Tonnen Gewicht zurückbringen. Einen Asteroiden, der eine potenzielle Bedrohung für die Erde darstellt und dessen Ressourcen wir dann nutzen könnten. Die NASA hatte seit 2014 übrigens an einem ähnlichen Konzept gearbeitet. Hier wollte man potenziell gefährliche Asteroiden jedoch nicht landen, sondern in eine stabile Umlaufbahn um den Mond bringen. Die US-Raumfahrtbehörde hatte diesen Plan im letzten Jahr dann aber gecancelt. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, auch Extra-Videos und Livestreams nicht, dann werdet Mitglied hier auf dem Kanal und nehmt auch noch ein paar Privilegien mit. Außerdem unterstützt ihr uns mit einem kleinen Betrag. Einfach auf Mitglied werden hier unter dem Video klicken. Und vielen Dank an die, die schon dabei sind. Das macht uns etwas unabhängiger von den schwankenden Werbeeinnahmen hier auf YouTube. Wenn ihr immer garantiert über aktuelle Videos informiert werden wollt, dann addet mich bei WhatsApp. Dann umgeht ihr die etwas unzuverlässige Abo-Box hier auf YouTube und ihr verpasst kein Video mehr. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicksum Social and Media abonnieren. Dafür einfach hier klicken und aber nicht, auf keinen Fall, nicht die... Genau, die Glocke vergessen. Hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken. Gefährlichster Asteroid ever, NASA Rambok gegen Bennu. Bis dann, bleibt dran. Fast vergessen.